Dass Vitamin D für starke Knochen und gesunde Zähne sorgt, ist nichts Neues. Seine Schlüsselfunktion für die Gesundheit wurde jedoch lange Zeit unterschätzt. Vitamin D kann weitaus mehr als nur den Knochenstoffwechsel regulieren. Es ist ein Multitalent, das nicht nur das Immunsystem und die Psyche beeinflusst, sondern dem vor allem auch in Bezug auf Krebserkrankungen eine große Bedeutung zukommt. Krebspatienten scheinen, so zeigen verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen, von einer guten Versorgung mit Vitamin D zu profitieren. Insbesondere, da bereits beobachtet wurde, dass bei einem weltweit zunehmenden Vitamin D-Mangel besonders Krebspatienten ein solches Defizit aufweisen. Herzlich willkommen! Die umfassende Analyse einer Vielzahl wissenschaftlicher Studien haben in den letzten Jahren ergeben, dass eine Vitamin D-Gabe mit einer Verringerung der Sterberate an Krebs um etwa 13% einherging, heißt es in einer Mitteilung des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg. Diese Ergebnisse haben die Wissenschaftler auf die Situation in Deutschland übertragen und dabei errechnet, bei einer Vitamin D-Gabe aller Deutschen über 50 Jahre könnten möglicherweise bis zu 30.000 Krebstodesfälle pro Jahr vermieden werden. Eine Vitamin D-Gabe könnte sich durch einen Gewinn an Lebensjahren bei Krebspatienten auszahlen. Welche biologischen Mechanismen dem zugrunde liegen könnten, ist allerdings noch nicht genau geklärt. Wissenschaftlern von der Harvard Medical School in Boston haben herausgefunden, dass Menschen, bei denen Vitamin D gegeben wird, seltener an fortgeschrittenen Tumoren erkranken. Als Basis für ihre Untersuchungen dienten Daten aus einer Studie mit knapp 26.000 Teilnehmern. Zu den Studienteilnehmern gehörten Menschen ab 55 Jahren, die zuvor weder an Krebs erkrankt waren, noch Herz- oder Gefäßerkrankungen aufwiesen. Die Wissenschaftler fanden auch heraus, dass Normalgewichtige, die Vitamin D erhalten hatten, eine geringere Rate fortgeschrittener Tumoren aufwiesen als Menschen mit Normalgewicht, die kein Vitamin D erhalten hatten. Bei Menschen mit Übergewicht, die Vitamin D erhalten hatten, war das Risiko hingegen kaum verringert. Vitamin D scheint sich deutlich auf das Überleben von Krebspatienten auszuwirken, so die Studie. Die Sterblichkeit sinkt um bis zu 26% verglichen mit an Vitamin D schlecht versorgten Patienten. Um den Benefit einer guten Versorgung nun konkret beziffern zu können, wurden 64 Studien mit über 44.000 Krebsfällen analysiert. Die Autoren kommen bei der Auswertung der Studie zu dem Schluss, dass sowohl das Überleben mit einem guten Vitamin D-Spiegel besser ausfällt als bei Patienten mit einem Vitamin D-Mangel. Das Risiko von einigen Krebserkrankungen kann vermutlich durch eine ausreichende Vitamin D-Gabe reduziert werden und auch gegen Dickdarmkrebs scheint Vitamin D eine schützende Wirkung zu haben. Eine Vielzahl von Studien konnte auch zeigen, dass ein ausreichender Vitamin D-Status mit einer verminderten Häufigkeit von zahlreichen Krebserkrankungen, Brustkrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs einhergeht. Bei Tumorpatienten finden sich häufig erniedrigte Spiegel für Selen, Vitamin D und Zink, sodass es gerechtfertigt ist, diese bei an Krebs erkrankten Patienten zu substituieren. Zumal eine Normalisierung der Spiegel zumeist nicht alleine über die Ernährung erreicht werden kann. Wie die optimalen Vitamin D-Werte aussehen, darüber sind sich die Wissenschaftler allerdings noch uneinig. Rund 60% der 18- bis 79-Jährigen sind bei Werten von weniger als 20 allerdings deutlich unterversorgt mit dem Vitamin. Das ergaben unter anderem Untersuchungen des Robert-Koch-Instituts und des Max-Rubner-Instituts der Bundesforschungsanstalt für Ernährung in Karlsruhe.
Und auch die Daten der nationalen Verzehrstudie 2 zeigen, dass die Zufuhr von Vitamin D in allen Altersgruppen deutlich unterschritten wird. Eine Unterversorgung mit Vitamin D wird deshalb häufig unterschätzt. Dabei lässt sich ein Vitamin D-Mangel schnell feststellen. Eine einfache Blutuntersuchung bei Ihrem Arzt genügt. Die Einnahme von Vitamin D könnte auch vor einem schweren Covid-19-Verlauf, also der Erkrankung an Coronaviren, schützen. Das zeigen verschiedene Studien. Belegt ist dieser Zusammenhang jedoch bisher nicht. Darauf weisen Experten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung hin, die die aktuelle Studienlage zu Vitamin D und dem Coronavirus gesichtet haben. Eine Möglichkeit, für einen besseren Vitamin D-Wert zu sorgen, besteht darin, Vitamin D-Präparate einzunehmen. Wer seinen Speicher auf diese Weise auffüllen möchte, sollte allerdings vorher durch eine Blutuntersuchung den Vitamin D-Gehalt seines Blutes bestimmen lassen und die Präparate nur nach Rücksprache unter Aufsicht Ihres Arztes einnehmen. Eine Überdosierung des Vitamins durch Sonnenlicht ist nicht möglich, eine durch die Einnahme von Vitamin D-Präparaten aber schon. Deshalb raten wir Ärzte nachdrücklich davon ab, sich eigenständig mit Vitamin D zu versorgen. Deshalb sollen Sie den Vitamin D-Spiegel im Blut von Ihrem Arzt prüfen lassen, um dann die optimale Dosierung für das Vitamin D festlegen zu können. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinschauen und wünsche Ihnen eine gesunde Woche.